Hallo, liebe Leute, von A bis Z, von S bis Z, von A bis Z, von Ost bis Westen. Hier bin ich wieder, lieber Gutteil, hallo, Chris. Letztes Mal wollten wir uns eigentlich auf den Weg machen, um die Medizin oder den krassen Shit für Classy zu holen. Doch auf dem Weg dorthin sind wir von einer Nachricht von Humankind abgefangen worden. Denn Humankind brauchte sofort unsere Hilfe. Denn das Paralleluniversum hat den zweiten Humankind, die Kopie von Humankind, einfach wieder ausgespuckt. Und nun bittet Humankind uns, Wunderarsch, gegen das Böse aus dem Paralleluniversum zu kämpfen. Nichts leichter als dies. Denn schließlich haben wir ja Kuhn and Friends und mach mal eben dieses böse, böse Monster aus dem Paralleluniversum einfach mal platt. Doch Humankind 2 hat eine Geheimwaffe. Und diese Geheimwaffe ist niemand anderes als Kyles Mom, verdammt. So sieht's nämlich aus. Kyles Mom greift die ganzen Kuhn and Friends an und nicht nur das. Sie sorgt sogar dafür, dass Humankind 2 und der originale Humankind sich gegen uns stellen und so werden wir in eine riesengroße Prügelei verwickelt. Krasse Nummer. Doch die geht dann letztendlich damit aus, dass wir Kyles Mom verprügelt haben. Warum auch nicht? Wieso auch nicht? Ja, und wie das Ganze jetzt weitergeht, das werden wir jetzt sehen im Hinterhof von Kyles Haus. Ach Kacke, wie kriegen wir den da runter? Tja, das ist eine sehr gute Frage. Was für ein Glück, dass wir nicht reden. Wir handeln ja immer nur. Und damit herzlich willkommen zu South Park nochmal. Wir befinden uns hier im Hinterhof von Kyle und haben Kyles Cousin quasi platt gemacht, zusammen mit Kyles Mom, die wir verprügelt haben. Aber hey, naja, wir müssen jetzt trotzdem ab und zu mal mit Kyles Cousin spielen und müssen den Drachen da jetzt runterholen. Und Kyle bzw. Humankind hilft uns aber, indem er mal wieder an seinem Handy spielt. Fast so gut wie Captain Diabetes. Aber hey! Okay, dann gehen wir mal in den Untersuchungsmodus. Da haben wir etwas. Markiere im Untersuchungsmodus das Rad und wähle das Drachensymbol mit links oder rechts und halte A gedrückt, muss analysieren. Ach so. Und jetzt? Krass! Übereinstimmung! Okay, klasse Idee! Hä? Ich hab das Spiel nicht verstanden. Begib dich zum Verbündeten-Hologramm. Ach ja, da war ja was mit diesem... Was? Mach's nicht Tod so schwer! Kur? Ach du Scheiße! Ha. Ha. Wow, wow! Dein Arsch steckt voller Überraschungen! Wir haben uns da hochgefurzt, Mann, Alter. Wer kann schon mit 14 fliegen? Wir können das! Hm. Cousin Kyles Drachen, ein wichtiger Gegenstand. Wie man's nimmt. Wir haben's geschafft! Jetzt muss Mom nicht mehr sauer sein! Yay! Ja, dann müssen wir wieder runter, wa? Steig auf! Ja! Ich nenne es Furzkuhe! Wenn du hohe Orte erreichen musst, ruf mich und mit Furzkuhe schaffen wir es hinauf! Geil! Hoffentlich müssen wir das nie in der Öffentlichkeit machen. Ich hab da schon eine Idee. Verbindungskraft freigeschaltet, Furzkuhe! Es ist kein Problem, als Junge ein bisschen feminin auszusehen. Bleib dir selbst treu! Ich seh... Hallo? Nur weil ich einen BH auf dem Kopf habe und lange Haare? Ich finde mich hübsch, glaube ich. Naja. Haben wir hier noch irgendetwas, was wir eventuell kaputt machen, einsammeln können? Offensichtlich nicht. 69? Was ist denn hier los? Es sieht immer so... Nee, es sieht immer so aus, als könnte man hier noch irgendwas erledigen, aber ganz offensichtlich nicht. Gut, dann können wir unserer ursprünglichen Aufgabe nachgehen und zwar die Medizin für Classy holen. Das brennt jetzt vielleicht kurz, Bubbele. Au, soll das so kribbeln, Tante Sheila? Es brennt nicht nur, es kribbelt auch. So weiß man, dass es wirkt. Oh, ouch, ouch. Du kannst später zum Spielen rüberkommen. Toll, das ist aber nett. Schau, Bubbele, sie haben deinen Drachen runtergeholt. Ja, ich kann wieder fliegen. Sei der größere Superheld, Cousin Kyle, und vergib unserem neuen Nachbarn. Warum macht ihr zwei nicht ein schönes Foto zusammen? Gib den Drachen Jugendkreis. Ja, genau. Kann ich mit Kyle ein Foto machen? Bestimmt, oder? Kyle ist weg! Egal. Tüdelü. Ah! Okay,
Okay, ich vergebe dir. Sag, Human Kite aus einem alternativen Universum. Bestes Foto. Kann ich da irgendwas machen? Schwenken? Zoomen kann ich. Da bin ich ja nicht größer. Finde ich voll gut. Oh, Stimmung. Ich kann die Stimmung. Hast du schon drauf gedrückt? Ich habe keinen Blitz gesehen. Warte, Moment. Kyle Schwartz. Oh, super. Bis später, Coolstagram-Kumpel. Wir sind jetzt super Freunde. Oh, Mann. Was tut man nicht alles für Fame? Aber wir haben einen höheren Influencer-Level bekommen. Nice, nice, nice. Ist Kyle oben? Ich habe immer noch nicht verstanden, wie du so viel Schwung erzeugt hast, Wunderarsch. Wenn du irgendwann mal hoch musst, ruf mich einfach an, okay? Ist Kyle hier? Nein, ist er nicht. Na gut, egal. Ne, haben wir schon angeschaut. Tada! Ich hab Tittenbilder, komm und hol sie dir! Ach, ich freue mich nur, mit euch allen zu spielen! Entschuldigung? Nur weil ich es kann. Okay, wir haben eine wichtige Aufgabe. Wenn ich mich nicht irre. So, genau. Geh zu Medicinal Fried Chicken. Und Medicinal Fried Chicken ist noch gleich wo? Das ist noch hier irgendwo hinten. Und ich glaube, da sollten wir zu Fuß hingehen. Ne? Genau, benutze die Gasse. Also, nein, das ist die da hinten. Also, Aber wir haben ja keine... Ne, wir haben keine Blitzfreak-Stelle. Wir müssen so oder so zu Fuß gehen. Okay. Oh, warte mal. Haben wir Artefakte, die wir benutzen können? Vielleicht kriegen wir hier irgendwo ein bisschen mehr als 40 raus. 45, doch da. Der Dreidel der Rache. Zack, 145, Bitch. Verbesserte die Augenkollektion. Nee. DNS-Strang. Verpasst eine Spritzen-Homo-Superiose-Stärke. Ja, Schmerzunempfindlichkeit. Überirdisches Niveau. Schaden aufgrund des Gesundheitszuschlags. Okay, dann lassen wir das so. Wir lassen unsere Kräfte auch erstmal so. Ich finde das eigentlich ganz witzig, obwohl wir damit die ersten sind, die sterben. Wir könnten so bessere Superkraft nehmen, glaube ich. Ne? Das wäre super. Meine Kräfte. Achso, die muss ich glaube ich woanders. Kräfte da. Genau. Ich hätte gerne eine andere Superkraft, wenn das möglich ist. Ja. Oder muss hier meine ganze. Gegenschlagexplosion. Der Todesfurz. Aber der ist halt so groß Reichweite. Also hat so große Reichweite. Ach, ich kann mir die Dinge angucken. Ja gut, den kennen wir ja schon. Was ist mit dem hier? Läuft. Oh. Eigentlich ganz witzig. Eigentlich. Wir nehmen das mal und gucken mal, wie wir damit im nächsten Kampf vorankommen. Ich finde das witzig. Hallo, Spiel? Ah ja. So. Okay, so, weiter geht's. Komm, Metis, ich hab Bock auf Pornos. Ich aber nicht. Was ist los? Hast du dich eingeschissen? Geh mal Windeln wechseln. Von solchen Leuten lass mich doch nicht provozieren. Wer ist man denn? So, hier hoch. Mal kurz hier reingehauen. Mal was können.
Brustimplantate. Schrott. Oh. Lass dich in die Bank rein, sobald die Märkte zusammengebrochen sind. Krass. Hey, wunderschön, ich habe einen lustigen Auftrag für dich. Komm vorbei, wir reden in Twix Coffee. Es ist eine wirklich wichtige Mission. Ich werde ja ständig davon abgehalten, zu Classy zu gehen. Also zu Classys Aufgabe zu erledigen. Die Justizler haben ja was an, das wir glauben können. So nennt man das. Komm vorbei, ich brauche deine Hilfe. What? Wir sind plötzlich so unheimlich. Oh, warte mal. Tada. Übereinstimmung. Das probieren wir jetzt gleich mal aus. Dafür muss ich da hoch. Ach so. Oh, krass. Okay, dann muss ich vielleicht erstmal hier hin, wa? Ah! Es geht also so über mehrere Wege. Wie cool ist das denn? Furzkur! So, Humankind, was geht? Bereit? Ja. Wow, die fliegen! Ha. Ha. Juhu! Okay, geschafft! Nice one! Stachelanzugrezept. Stachelhandschuhe und Stachelkopfbedeckungsrezept. Nice. Kann ich jetzt von hier aus. Ah, halt, da ist es schon. Und weiter geht's. Dann mal los. Ach Gott, wie machen die das nur? Wir furzen. So machen wir das. Mondmodell. So. Okay, cool. Rätselmeister. Hm. Gehst du noch weiter? Ich glaube nicht, ne? Nein, jetzt müssen wir wieder runter. Recht kühl hier oben. Ich brauche ein Outfit mit langen Ärmeln. Kann ich hier nicht einfach so runter, oder? Artefaktsammler. Wie, ich komme hier nicht wieder runter? Das ist aber doof. Ach da. Startbereit. Ja. Nice. Habe ich verstanden. Weg ist er. Lego Mio. Hey, hast du eine Mieze? Mieze, komm her. Ich glaube, ich bin zu weit, oder? Ein bisschen. Ich bin quasi genau vorbeigelaufen. Ich bin so schlau. Was ist denn mit dieser Katze? Foto-Dojo. Nein, da wollen wir noch nicht rein. Tacos. Ja, sollte man mal rein, aber vielleicht später. Oh, dann kriegt man Geld. Wusste ich auch nicht. Also, habe ich doch geachtet. Euer tolles globales Finanzsystem steht in Flammen. Toms Rhinoplastiken. Nee. Die Mobile. Das ist doch der Furz. Ja, das ist der Furz der Selbstjustizler. Oh. Dum. Sehr gut. Bereit? Wow. Ja. Ja. Teufelsmaske. Cool. Also langsam wird das was, Mensch. Startbereit. Oh, es geht noch höher. Jetzt stinkt mein ganzes Outfit kühl hier oben. Ich brauche ein Outfit mit langen Ärmeln. Recheranzug, Recherarmbänder und Recherkopfbedeckung. Donnerwetter, es geht. Dann mal los. Okay, was? Geschafft. Bis dann. Ciao, bis dann. So, können wir jetzt endlich mal unsere Aufgabe da machen? So, hier ist irgendwo die Post. Ja, oh mein Post Gott! Office. Aha. Alter. Uns anzugreifen war echt ein großer Fehler. Oh, besiege die Raisins Girls. Alleine? Ach mir du ist so Scheiße. Langweilig. Zum Glück seid ihr vorbeigekommen. Ich zeig euch mal, wie das Double Whammy in unsere Double Whammy Wings kommt. Moment mal.
Ja, gut. Verwirrung. Und tot. Wenn jemand eine Botox-Injektion braucht, ich kann das. Oh, hier, ich. Habe ich dir wehgetan, Schätzchen? Nö, ach. Hey, Schnuckis, habt ihr schon Spaß? Ich muss mein Make-up checken. Was geht denn mit euch? Alter! Loser. What the heck? Da kann ich aber auch was, doch. Bam, bam, bam! Auf Wiedersehen. Oh mein Gott, das wird so ein Spaß. Meine Bodylotion riecht nach Erdbeeren und du jetzt auch, Schnucki. Ja! Das ist noch nicht bei anderen Frauen. Das ist für alle Frauen auf der Welt, die New Tights tragen müssen. Was? Alter! Du hast morgen wahrscheinlich ein blaues Auge, aber mach einfach passenden Lidschatten auf das andere. Oh, warte mal. Derweil in der Ruhmeshalle der allerbesten Freunde. Alle Sünden mögen vergeben werden und alle Sklaven frei sein. Wow. Wir haben gehalten, meine Herren. Zack. Boom. Ich habe übrigens voll in dein Essen gespuckt. Alles okay bei dir, Schätzchen? Warte mal. Na komm her. So. Die Frage ist, wir machen jetzt zuerst fertig. 140, beide 100. Ihr habt noch 40. Ja, dann ist das komplett eine Frage. Was für eine Frage? Pam, 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 pam. So, ich hoffe, ich überlebe das. Nein, ich überlebe das nicht. Ich habe eine Prügel bestellt. Oh. Die Kleinen waren eigentlich cool. Ich bin tot. Geh zumindest für Fried Chicken, benutze die Gasse. Ja, das hat letztes Mal unheimlich geil funktioniert. Ha. Da muss ich mir was Schlaueres ausdenken. Die Frage ist bloß was. Durch den Selbstjustizler haben wir was, an das wir glauben können. Halt, ich weiß was. Bringen wir meine Kostüme eigentlich irgendetwas an Plus? Nee, ne? Die sehen einfach nur aus. So, Moment. Kräftinventar. Missionsgegenstände, Komponenten. Nee, das hilft uns auch nicht. Crafting! So, wir können nämlich Sachen craften. 40, 40, 28, 28. Mehr nicht. Können wir bei den Kostümen was machen? Ja, die können wir dann anziehen. Dann bringt uns das irgendwas. Ah, es fehlt. So. Jetzt haben wir Helm und Klamotten und so zusammen gecraftet und fehlen noch ein paar Sachen. Aber da Verbrauchsgegenstände, Makaroni. Zack. Oh, Burrito können wir nicht craften. Gegengift brauche ich gar nicht. Artefakte, die haben aber alle nur 40. Warte mal. Plus 70% Rückstoß-Kombo-Schaden. Und der hier? Plus 16% Status-Effekt-Schaden. Warte mal. So. 40. Erzeugt ein Wirklichkeitsverzerrungsfeld, das eigene Leistung weniger beschissen erscheinen lässt. Erzeugt eine Hyperaktivitätsschleife? What the heck? So.
So. Ich hoffe, du hast ein paar Kröten im Sparstrumpf. Hier kommst du nicht rein. Versuchen wir das Ganze jetzt noch einmal. Das ist aber Käse, dass ich das alleine machen muss. Das ist echt super ätzend. Na komm, Mädels. Ja. Uns anzugreifen war echt ein großer Fehler. Stück. Mir ist so langweilig. Zum Glück seid ihr vorbeigekommen. Na Mensch. Was darf's denn sein? Ich habe übrigens voll in dein Essen gespuckt. Toll. So, Moment. 40, 40. 140. Eigentlich müsste man die Stärke zuerst kaputt machen. 140. 40. Probieren wir es doch mal. Oh mein Gott, wenn ich älter bin, nehme ich mir ein Jahr frei und wandere durch Peru. Das ist doch in Miami, oder? Ich kann mich hier hinstellen. 38. Das würde doch passen. Oh, das W wäre so ganz weg. Sehr gut. Auf Wiedersehen. Tschüss! Das wird so ein Spaß! Ich zeig euch mal, wie das Double Whammy in unsere Double Whammy Wings kommt. So, die können ja auch nicht nach oben angreifen. Das heißt, dann kriege ich von der eins auf den Sack. Wenn ich mich hier hinstelle. So, das könnte lustig werden. Einmal war ich im Pausenraum und da habe ich eine Spinne gesehen. Was wollte ich nochmal machen? Egal. Wollt ihr mir beim Hula-Hoop zugucken? Oh, ich ja. Ich verwirbel dich wie meine Mama meinen Daddy, Schnucki. Habe ich in Alter. Vietnam gelernt. Krasse Nummer. Wer hat hier eine Tracht Prügel bestellt? Alter. Das ist Teil meiner Missfall-Choreo. Das ist für alle Frauen auf der Welt, die Nu-Tights tragen müssen. Okay. Bam! Und Wiedersehen. Ihr wollt was auf den Arsch? Die Bestellung ziehe ich gerne vor. Dass sie mich trotzdem trifft. Hashtag Arschgeil. Dass sie mich trotzdem trifft, ist so fresh. Meine Bodylotion riecht nach Erdbeeren und du jetzt auch, Schnucki. Ich könnte mich hier hinstellen. Immer in ein Burrito reinhauen. So. Ich muss mein Make-up checken. Na, das geht aufs Haus, Schnucki. Habe ich jetzt auch mal? Habe ich dir wehgetan, Schätzchen? Ja, hast du. Das macht aber nichts. Kriegst du mich auch nicht auf die Fresse. Bernsen! Jawohl! Und tschüss. Ultimativ kraftbereit. Komm, die Runde muss ich überleben. Du hast morgen wahrscheinlich ein blaues Auge, aber mach einfach passenden Lidschatten auf das andere. Nein! Darf sonst noch was sein? Oh. Das ist Mist, jetzt muss ich mich schon wieder heilen. Der war in der Ruhmeshalle der allerbesten Freunde. Alle Sünden mögen vergeben werden und alle Sklaven frei sein. So, jetzt sind die beiden natürlich so scheiße aufgestellt. Alles okay bei dir, Schätzchen? Alles in Ordnung? Super! So, jetzt darf ich. Richtig geil. Die hat schon ein bisschen was abgekriegt. Die noch gar nicht. Läuft bei mir. Oh mein Gott, ich kann das College echt kaum erwarten. Entweder werde ich Reisebloggerin oder Tatortermittlerin. Du wirst gar nichts. Ich vermöbel dich jetzt richtig. Und zwar richtig. Boom! Wow, das ist so schräg. Als wäre ich in Arizona. Loser. Wow. Hey, Schnuckis, habt ihr schon Spaß? Das wirst du spüren.
spüren, wenn du in die Pubertät kommst. Oh, das wird doch ätzend. Jetzt muss ich mich wieder heilen. Wer hätte gedacht, dass Brennen so weh tut? Wer hätte das gedacht? Und tschüss! Ah, da kann ich mir jetzt noch einen schönen Burrito reinpflanzen. Das schafft sie nicht alleine. Sag ich doch. So, womit kann ich wohl mehr Schaden machen? 38. 56? 56 brennt. Bam, bam, bam! Mir geht's nicht so toll. Das sieht man. So, immer jetzt. Noch Flammen, immer noch Kacke. Jetzt kann ich noch einmal heilen. Die Runde muss drin liegen. Ja, das macht überhaupt nichts. Das stört mich überhaupt nicht. Das ist nicht okay. Ach, du kippst doch gleich mal ganz alleine um, Mädchen. Und tschüss! Ha! Mädels. Du hast dich mit den falschen Bitches angelegt. Meinst du? Du denkst echt, du bist ein harter Hund. Zeit dir jemanden vorzustellen. Sag hallo, Rebecca. Wow! Ich hau dich klein und stopf dich mir in den Arsch. Ich stopf gleich jemand an einen dunklen, stinkenden Ort. What? Du hast dich mit den falschen Raisins angelegt. Schnappt sie euch! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was? Mein Instagram-Foto vom Ballettkurs hat 1000 Dislikes bekommen! Yes! Ich werd voll getrollt! Hanna, warum hast du getweetet, dass ich mit Eric Cartman ausgehe? Ha! Mann, jetzt werde ich auch noch voll getrollt. So eine Scheiße, meine ganzen Follower sind futsch. Ich muss sofort an den Computer. So eine Scheiße. Hallo Neues. Keine Sorge, ich kündige alle ihre Instagram-Freundschaften. Die sind wir erstmal los. Vorsicht beim Superheld-Spielen. Da kann man sich eine Menge Feinde machen. Yo. Manche Jungs glauben, Mädchen sind keine guten Superhelden. Naja, du weißt ja, wie es ist, ausgegrenzt zu werden. Haben dich deswegen deine Eltern versteckt? Weil dein Geschlecht in keine Norm passt? Naja, also... Du hütest deine Geheimnisse, hä? Okay, hör zu, du hast ein Riesenproblem. Was du gestern getan hast, hat Aufmerksamkeit erregt. Bei fiesen Typen. Es gibt einen Gangsterboss, der hier in South Park das Sagen hat und der will sich zum Bürgermeister wählen lassen. Deine Aktion gestern hat ihn aufgeschreckt. Ich checke ständig Instagram und Facebook und gleiche alles mit Tumblr ab. Und ich habe Twitter und LinkedIn im Auge. Wenn du Krass. Informationen brauchst, du weißt, auf wen du dich verlassen kannst. Call Girl. Was für geiler Traum. Pass auf dich auf, Geschlechtsloser. Ich habe gewonnen. Goldskarabäus-Rezept und dann Pheromoninfusion. Eine DNA-Ding. Alles klar. Läuft bei uns. Dann können wir ja unserer Sache weiter auf den Grund gehen. Doch das machen wir erst beim nächsten Mal. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn dem so war, lasst bitte einen Daumen drauf da. Holt euch ein Abo, um zu sehen, wann die nächste Folge rauskommt. Vergesst das kleine Glöckchen nicht, damit ihr auch benachrichtigt werdet. Schreibt was in die Kommentare. Ich antworte wie immer so schnell wie möglich. Es macht mir auch riesen Spaß, mit euch zu diskutieren oder zu schreiben. Und dann bin ich noch zu sagen, ich bin Le Chris. Das war South Park, rektakuläre Zerreißprobe. Ich verabschiede mich und sage, bis zum nächsten Mal. Tschaußen.